Grüß euch zu einer neuen Ausgabe des Item Shop Watches hier auf geeknews.de. Ich zeige euch heute die unheilvolle Drachenpistole. Das ist ein Skin, ihr könnt ihn bereits jetzt an meinem Charakter ausgerüstet sehen. Eine Pistole mit goldenen Verzierungen und einem grünen Drachenkopf. Am Ende könnt ihr auch noch ein goldgrünes, kreisförmiges Anhängersymbol sehen. Ich habe die Pistole hier auf beiden Seiten ausgerüstet, damit wir sie uns gleich mit allen Fähigkeiten noch angucken können. Ich ziehe die Waffe einmal, damit wir sie auch wesentlich besser betrachten können. Hier seht ihr die goldenen Waffen und die Drachenköpfe. Die haben jetzt sogar in den Augen so einen leichten Schleier. Wir kontrollieren nochmal die Waffen. Okay, die scheinen okay zu sein. Ich demonstriere zuerst mal die Haupthandfähigkeiten. Ihr seht, der Schuss an sich ist der ganz normale Standardschuss wie bei jeder anderen Pistole auch. Der Doppelschuss. Und die Nebenhandfähigkeiten. Wie ihr sehen konntet, relativ simple Animation. Die Besonderheit liegt halt in den Waffen und in den leuchtenden Drachen. Wenn wir uns bewegen, gibt es keinen Viren-Effekt, der uns hinterherzieht. Ihr seht jetzt auch, das Leuchten ist verschwunden. Das hält nur immer, solange wir die Waffe führen oder für ein paar Sekunden davor oder danach. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten ersten Eindruck vermitteln und bis zum nächsten Mal.